Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte noch im Saal verbliebene Kolleginnen und Kollegen, der Petitionsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses ist sozusagen der Kummer- und Vorschlagskasten der Berlinerinnen und Berliner, und diese füllen ihn immer gut. Immerhin ist Berlin ja im Einreichen von Petitionen Spitzenreiter bundesweit. Diese Art von Bürgerbeteiligung sollten wir alle wollen, und gerade wenn Sie sich für die gleiche Sache engagieren, sollte uns das zum Nachdenken und vor allem zum Handeln bringen. Im Petitionsausschuss ist es die Regel, dass wir unabhängig von der Fraktionszugehörigkeit und unterschiedlichen politischen Grundsätzen gemeinsam nach Lösungen für die Probleme von Menschen in unserer Stadt suchen. Das ist jetzt hier schon zweimal betont worden. Ich möchte mich außer bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Büros dafür bei meinen Ausschusskolleginnen und Kollegen und unserem Ausschussvorsitzenden Kollegen Kugler ausdrücklich bedanken. Würde uns diese Kooperation in unserer parlamentarischen Arbeit in den Ausschüssen und hier im Parlament auch gelingen, wäre das mit Sicherheit ein wichtiger Schritt, um Politikverdrossenheit von vielen Menschen abzubauen. Denn die wollen Lösungen von uns und kein Parteiengezänk. Und der Petitionsausschuss kann auch nicht ausgleichen, was wir im Parlament nicht hinkriegen. Bestes aktuelles Beispiel ist die Petition zur Wilhelmstraße 56 bis 59 aus dem vorigen Jahr, wo der Eigentümer einen Plattenbau abreißen will, um Luxusbauten zu errichten. Diese Petition hätte auch der Koalition spätestens ein Warnsignal sein müssen, dass wir endlich Bedingungen in Berlin schaffen müssen, die eine weitere Verdrängung von Mieterinnen und Mietern aus der Innenstadt verhindern. Trotz des Zuzugs nach Berlin wird auch unsere Stadtgesellschaft immer älter. Und auch die Älteren haben das Recht auf Teilhabe am Leben der Stadt. Teilhabe setzt Mobilität voraus. Nicht verwunderlich also, dass viele Petitionen den ÖPNV betreffen, wie zum Beispiel die zur Einstellung der Buslinie 325 am Märkischen Viertel, die uns seit 2012 beschäftigt. Hier hat die BVG eine Linie eingestellt, um kostenneutral andere Anbindungen im Bezirk Reinickendorf zu optimieren. Das haben Bezirksamt und BVV auch zunächst so akzeptiert. Dabei wurde vergessen, die Beauftragte für Menschen mit Behinderungen einzubeziehen. Das Resultat: ein Kiez mit altersgerechten Wohnen, vielen mobilitätseingeschränkten Menschen und einem Stadtteilzentrum, in dem sich viele Selbsthilfegruppen von zum Teil Schwerstkranken regelmäßig trafen. Unter ihnen eine Gruppe, bei der alle Mitglieder große Sauerstoffgeräte mit sich führen müssen, wurde von der Teilnahme am Leben einfach mal abgehängt. Die BVG sieht hier keine Möglichkeit der Wiedereinführung der Buslinie, ohne die Finanzmittel vom Land dafür zu bekommen. Hier sind wir in der bevorstehenden Haushaltsdebatte gefordert. In den von mir zu bearbeitenden Petitionen zu den Bereichen Bildung, Ausbildungsförderung, Hochschule und Wissenschaft, Kultur und Berliner Landesbetriebe brauchte und brauche ich und alle Kolleginnen bei uns oftmals einen langen Atem. Das zeigt nicht nur dieses Beispiel, sondern gleich das nächste auch. Es haben Eltern eines Schulanfängers in Marzahn-Hellersdorf, beide gehören, leider sind sie gerade raus, der Polizei an und arbeiten damit im Schichtdienst. Sie wollen, dass für sie selbst und alle im Schichtdienst Arbeitenden eine Betreuung ihrer Kinder im Früh- und Spätort flexibel an den Schichtdienst angepasst werden kann. Nun hat zwar das Jugendamt in Marzahn-Hellersdorf eine Einzelfallregelung gefunden, aber eine generelle Lösung, die auch der Senat unterstützt, die soll noch warten bis zum Jahre 2016/17, bis zu diesem Schuljahr. Und warum das so lange dauern muss und keine Übergangsregelung getroffen wird, das ist mir völlig unklar. Es ist dankenswerterweise hier schon zweimal auf unseren Antrag zur Änderung des Petitionsgesetzes eingegangen worden. Uns geht es dabei um mehr Öffentlichkeit und um mehr Transparenz für die Petentinnen und Petenten im Petitionsverfahren und bei den Entscheidungen
des Petitionsausschusses. Als weitestgehendste Änderung soll auch eine Veröffentlichung einer Petition beantragt werden können, die, wenn dem zugestimmt wird, zur Mitzeichnung freigegeben und in einem Forum im Netz zur Diskussion gestellt wird. Der Petitionsausschuss hat über unseren Antrag diskutiert. Es gab eine äußerst ergiebige Anhörung von Vertretern des Büros des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages und letztlich eine gemeinsame Stellungnahme des Ausschusses, die das Anliegen unseres Antrags unterstützt. Und nun sind wir hier alle gefordert. Wir legen zur Ausschussberatung einen Änderungsantrag vor, der die Einwendungen aus der Anhörung und der Ausschussstellungnahme aufnimmt. Sie müssten bitte langsam zum Schluss rufen kommen. Hiermit alle auf, dass noch vor den Haushaltsberatungen gehandelt wird. Und vielleicht kann dieser Änderungsantrag ja auch von allen Fraktionen unterstützt werden. Vielen Dank.